Sieht tot aus. Ja, herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Die 13. Aufnahmesession, soweit ich das mitgekriegt habe mittlerweile. Ist unglaublich. Wir haben das letzte Mal hier ein bisschen baggerisch rumgespielt, ein paar Quests gemacht, sind an den Tempelwächtern gescheitert. Und haben uns hier um diese abtrünnigen Nomaden gekümmert. Soweit ich mich erinnere, war das alles. Es war ja eine sehr kurze Aufnahmesession. Ich vermute mal, heute wird sie nicht so viel länger unbedingt, aber mal schauen. Ich will mich nochmal kurz hier um die Lurker kümmern und dann gehen wir gleich wieder zurück in die Stadt rein und werden mal hier Quests abgeben und dann werden wir mal schauen. Oh Mist, ich habe ja gar kein Leben, stelle ich gerade fest. Ja, ja, eine Sekunde, ich muss mich erstmal hier aufladen. So, jetzt kann es losgehen. Und dann geben wir mal hier das Quest ab mit den Nomaden erstens und zweitens, müssen wir ja noch Bericht erstatten für dieses Nordtor. So, jetzt geht's los hier. So, zack. Damit hier mal ein bisschen Action reinkommt. Alle auf einmal bitte. Das krieg mal hin. So, das hast du den. Und einmal in die Fresse. Bitte was? Ich hab den doch gerade genau ins Gesicht geschlagen. So, und der nächste weg. Oh, beide auf einmal. Sehr schön. Damit hätten wir uns auch um die Sandlurker gekümmert. Ich brauche unbedingt mal wieder Fleisch. Das Blöde ist, von den dummen Lurkern kriegt man kein Fleisch. Die haben aber bloß Krallen, aber das nützt mir nichts. So, dann müssen wir halt mal einen Heiltrank trinken. Haben ja noch ein paar. Okay, ich gucke nur noch mal kurz hier oben, ob hier noch irgendwas Tötenswertes rumspringt. Nein, sieht eher weniger danach aus. Ich hüpfe noch mal kurz auf die Anhöhe und dann zurück nach Baccaresh. Ja, gut. Da kommen wir wahrscheinlich hier genau da raus, wo wir, ja, wo wir die ganzen Lurker umgebracht haben. Oh. Ja, komm mal ran hier, auf den Meter. So, her mit dir, los. Jetzt kommen die wieder aus den Büschen gescheißert hier, ich fasse es ja nicht. Und einer nach dem anderen, natürlich. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan hier. Jetzt komm doch mal her. Und noch einer, ich werd bescheuert. Das reicht ja dann auch mal wieder. So, halt erstmal in die andere Richtung. Ja, genau, komm ran. So, zack, das war's für dich. So, mal ein Stück rüber. Oh, du Drecksack. Was fällt dir ein, mir in den Rücken zu fallen? So, ein Stück rum mit dir. Was? Niemals. So. Und den hier drüben noch und dann war's das auch. Jetzt bleib doch mal stehen und mach hier nicht einen Moonwalk. Meister, komm mal auf den Meter ran. Da kommt er ja wieder, ist ja unglaublich. Komm ran hier, Mensch. Feige Sau. So, jetzt aber. Schön, 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 schön. Haben wir den Pfeil auch schön in den Buckel hinten reingejagt. Gut, ich hoffe mal, wenn ich den jetzt ausnehme, kommt der nicht aus dem nächsten Busch einer rausgescheißert. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, das war jetzt definitiv das untrügliche Zeichen dafür, dass das hier die Gegend ist, in der wir die ganze Zeit Lurker getötet haben. Hier für im Auftrag der Lagoer Bevölkerung. Oder oben ist er... Ja. Nee, ich habe jetzt keine Lust weiter zu töten hier. Wir gehen wieder zurück ins sandige Terrain. Waren ja jetzt lang genug wieder im Grünen, nämlich für eine Minute oder so. Dann ist auch mal wieder Zeit für Wüste. So, da können wir zum Akrabor gehen und seine Aufgabe da abschließen. Wobei wir, glaube ich, das Quest schon damit erfüllt haben, dass wir die Nomaden selbst umgebracht haben. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir... Doch, wir haben die Erfahrung, den Ruf, glaube ich, schon gekriegt dafür. Jedenfalls müssten wir, wenn ich mich nicht irre, dann jetzt die Aufgabe kriegen, halt, oder die Aufgabe beenden können, Bericht zu erstatten. Und dann müssten wir noch eine Aufgabe vom Typen kriegen, der uns da beauftragt hat. Ne? Die Nomaden sind erledigt. Junge, Junge, das hast du gut gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Die Stadt Baccaresh möchte sich damit für deine Hilfe bedanken. Du meinst, du möchtest dich für meine Hilfe bedanken, weil du zu feige warst, oder was? Was ist mit deinem Bericht? Mann, kein Problem. Geh zu Silvio und sag ihm, dass wir die Situation unter Kontrolle haben.
Wir meint mich wahrscheinlich. Denn du hast ja hier überhaupt nichts unter Kontrolle gehabt. Aber egal. Hauptsache, wir haben das abgeschlossen. Ich meine, 100 Goldstücke war ja jetzt auch ein Witz gewesen eigentlich. Sich mit so wenig abspeisen zu lassen, ist eigentlich auch eine Frechheit. Dafür hätte ich ihm jetzt eigentlich direkt mal aufs Maul hauen müssen. Aber wir wollen ja nicht immer so aggressiv sein. So, ich gehe mal wieder meiner Sammelleidenschaft nach, so ein kleines bisschen zumindest hier. Ich höre dann bloß jetzt auf, bevor ich da rüberkomme weiter, denn dort ist hier Sandcrawler-Dingens angesagt und da gehen wir jetzt sowieso dann gleich noch hin. Aber ich will erst das Quest dafür haben, ich weiß ja offiziell noch gar nichts davon, dass wir da hin müssen. So, warum hackt denn das jetzt so? Sehr gut, bitte flüssig bleiben. Okay, wir hören Amul schon wieder rumschreien hier. Wir wollen aber gar nichts von dem. Bei dem können wir ja leider nichts machen, sondern... Ja, halt die Klappe. Wir müssen ja erst die 75 Rufpunkte zusammenkriegen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll hier. Aber gut, wird schon irgendwie klappen. Ich will mal kurz das gucken. Ob wir hier Leben dazu kriegen, wenn wir aus dem Wasserbecken trinken. Sieht aber nicht so aus. Okay. Denn ich glaube, ich habe das in einem Let's Play zu Risen gesehen, da ist das ja glaube ich so, dass man damit Lebenspunkte wieder gut machen kann, wenn man aus einem Wasserbecken trinkt. Aber gut, wir sind nicht in Risen, wir haben eine schönere Welt hier. Und wir haben Silvio, dem wir einen Bericht abzugeben haben. Ich bringe Akrabors Bericht. Und? Die Situation ist ruhig. Ich denke, wir wissen beide, dass wir das nicht Akrabor verdanken. Richtig. Hier, für deine Arbeit soll es doch bezahlt werden. Danke, sehr schön. Ja, 200 Gold, na toll. Hast du noch was zu erledigen? Hinter der Arena sind wieder Sandcrawler aufgetaucht. Es werden immer mehr. Die Biester müssen irgendwo ein Nest haben. Also spür die Biester auf. Finde ihr verfluchtes Nest und räuchere sie aus. Echt? Da hinten gibt's Sandcrawler? Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, dann machen wir das noch. Und ich habe gerade gesehen, wir haben ja schon 70 Rufpunkte hier in Bakarech. Ich weiß gar nicht, wie wir an die gekommen sind, wie wir zu der Ehre kommen. Aber gut, wenn das schon so voll ist, dann habe ich auch nichts dagegen. Dann machen wir jetzt noch die Sandcrawler platt und dann können wir ja mal im Tempel vorbeischauen hier. In der Kaspar. Ich weiß gar nicht, hier im Spiel heißt sie ja, glaube ich, nicht so, ne? Aber für mich ist das... Ach, Amul, halt die Klappe. Aber für mich ist das die Kaspar, weil die im Rollenspiel einfach so hieß. Also, der Tempel ist halt das eine Gebäude, wo wir dann gleich Belias Schrein drin finden werden und die Kaspar ist für mich das rechte Gebäude davon, durch das man zuerst dabei durchlaufen muss, sozusagen der Herrschersitz der Stadt, während der Tempel eben mehr das geistliche Zentrum ist. So, bevor wir jetzt da reingehen, speichere ich aber erstmal, ich meine, Sandcrawler sollten eigentlich nicht das Problem für uns darstellen, aber man weiß ja nie. Ne, mein Kleiner, komm mal her. Lass dir mal was zeigen. Kleines Hutzi-Du. Hm? Und wehr mal nicht so viel ab hier. Genau, so ist es doch schon viel schöner. Wehr nicht so viel ab! Ja, Mensch. Und komm mal auf einen Meter ran. Ist ja unglaublich hier, immer diese Typen, die wegrennen müssen. Habe ich gerade voll durch den durchgeschlagen? Ich glaube schon, oder? Na komm. Ach, Mensch. So. Damit hätten wir dann auch den hier. Jetzt. Gut. Und wir können nichts von denen einsammeln. Ich dachte, wir können mittlerweile mal zumindest irgendeine Panzerplatte oder so von denen sammeln. Aber nein. Wieso auch? So, ihr Miniatur-Schläfer-Ausgaben. Der Schläfer sieht ja immer aus wie so ein riesiger Minecrawler eigentlich. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, ob der auch daran angelehnt ist, aber könnte ja sein. So. Nun ihr also noch. Das kriegen wir wohl hin, oder? Ich meine, wir haben schon ganze Nester von euch ausgeräuchert. Also wird dieses Nest wohl auch kein Problem sein. Na los. Bleib stehen. So, leg dich hin, mein Kleiner. Schlaf eine Runde. Oh Mist, ich laufe hier voll rein und habe überall Sandcrawler um mich drumherum. Das ist total schlau gerade. So. Ja, bleib mal ruhig hinter mir. Ich werde erstmal den machen. So, und jetzt kann ich mich euch hier zuwenden. Klimper, klimper in alle Richtungen.
Du Kacker hier drüben. Oh shit. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus hier. Ja? Deshalb speicherte ich. Ja, ich dachte mir jetzt irgendwie schon, es war ein bisschen taktisch unklug, da mitten reinzurennen in die Höhle. Aber mir geht das immer auf den Sack, wenn die dann sich rückwärts bewegen und alles abwehren einfach nur. Deswegen habe ich halt mal ein bisschen die Geduld verloren. Aber was soll's. Versuchen wir es einfach noch ein weiteres Mal. Das ist halt das Nervige ein bisschen mit der alternativen KI. Ich meine, einerseits sind die Kämpfe dadurch ein kleines bisschen schwieriger. Andererseits zieht es sich auch wahnsinnig in die Länge, wenn du halt mehrere bekämpfen musst auf einmal. Weil die einfach alles abwehren, die Drecksschweine. Und das kann schon mal ganz schön nerven. Würde ich so behaupten wollen. Es sei denn, sie bocken sich hier so an der Ecke fest, so wie der Freund hier. Das freut mich dann natürlich. So, erstmal den, der kann nämlich auch nicht weiter zurückweichen. Kann nicht weiter zurückweichen. Ja, toll, danke. Habt ihr euch ja super ausgedacht, ihr Idioten. Oh, ich hasse euch. Ihr blöden, abwehrenden Spinner. Sag mal. Jetzt stirbt doch mal. Geht doch. Gott verdammt hier. Das macht einen schon aggressiv irgendwann. So. Gut geheilt, speichern und weiter. Weiter? Ja, danke. Die nächsten bitte. Der nächste bitte. Eklige Spinnenviecher. So. Sollten ja eigentlich Spinnen sein. Immerhin haben sie 8 Beine, ne? So. Ach. Mann. Wobei, sie pflanzen sich ja eher wie Insekten fort. Also so in so einer Kolonie mit einer Königin. Das ist ja eigentlich eher so ein Insektending. Aber als 8-Beiner sollten sie ja eigentlich Arachniden sein. Ich meine, gut. Es ist natürlich... warum hängen die hier an mir fest? Ja, zittert euch mal einen ab. Es ist natürlich müßig, sich über irgendwelche ausgedachten Spielfiguren zu überlegen, ob sie jetzt Arachniden oder ob sie Insekten sind. Aber... man verfällt ja immer mal so in diese Gedankengänge. Ne, wahr? So, mal ein bisschen Mist mit gesammelt hier. Brauchen wir eh nicht den Scheiß, aber was soll's. Wenn wir in irgendeiner zwielichtigen Höhle Pilze finden, sacken wir die doch gerne ein. Okay, weiter. Huch, was macht ihr denn? Bleibt doch mal schön auf euren Positionen. Und woran hängst du denn gerade schon wieder fest hier? So, jetzt aber. Jetzt krieg ich euch. Hör mal auf abzuwehren, ja. Akro! Hudra ist böse. Hudra wird groß und grün und tötet euch alle. So. Haben wir dann? Gut, geht doch. Gibt gleich 15 Punkte drauf, spitze. Das Nest der Crawler ist damit erledigt. Wir gucken noch mal kurz, ob es hier oben was zum Einsacken gibt. Ach nee, das ist ja bloß toll. Gut, haben wir das auch geschafft. 85 Rufpunkte. Wir gehen trotzdem erst noch mal zu Silvio, bevor wir jetzt hier in die Kasper reinlaufen. Weil ich noch meine Belohnung dafür haben will, was dann wahrscheinlich wieder bloß beschissene 200 Goldstücke sind oder so. Aber die will ich auch haben. Rein aus Prinzip schon. Und weil es wahrscheinlicherweise dafür nochmal Erfahrung gibt. Und vielleicht auch, weil irgendwo im Backerecht unter Umständen mal... ach, Amul, sei doch ruhig. Weil es irgendwo mal ein Lagerfeuer geben könnte, an dem ich mal mein Fleisch braten kann. Und weil ich vielleicht auch irgendwo ein Bett finde. Hier drinnen zum Beispiel. Genau, sehr schön. Mit Lagerfeuer sieht es offenbar schlecht aus, aber egal. So, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. So, ist das nicht schön, wenn sie alle so freundlich grün leuchten? So, laufen wir mal. Wir haben ja jetzt wieder Ausdauer. Da können wir ja mal einen Meter flitzen.